Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Christian, der Auswanderlux, und im heutigen Video zeige ich euch mal meinen Wocheneinkauf. So, hier seht ihr mal die ganzen Produkte, die ich eingekauft habe. Also alle bis auf das Fleisch. Das Fleisch habe ich schon versorgt in die Kühlung, weil das war mir jetzt ein bisschen zu heikel. Soll ja nicht schlecht werden. Und hier ist dann der Einkaufsbeleg. Gekauft habe ich bei der Migros. Migros ist so, der habe ich ja schon öfters in den Videos gesagt, der hat einer der zwei großen Detailhändler in der Schweiz. Da gibt es einmal die Coop-Gruppe und einmal die Migros-Gruppe. Und ich war halt bei der Migros-Gruppe. Das Besondere bei der Migros-Gruppe ist, sie hat keinen Alkohol im Angebot. Also zumindest nicht bei den Supermärkten, die mit Migros angeschrieben sind. Die Kette oder die Gruppe hat noch andere Supermarktketten oder betreibt noch andere. In Denner zum Beispiel, und da gibt es, in Denner ist so ein Discounter und da gibt es auch Alkohol, aber das nur am Rande. Und wo fangen wir denn mal an? Also euch interessieren wahrscheinlich die Preise am meisten und nicht das, was ich hier eingekauft habe. Und dafür ist das Video eigentlich auch gemacht, damit man so einen Eindruck haben kann oder ihr so einen Eindruck bekommt, wie die Preise in der Schweiz sind. Da haben wir zum Beispiel 10 Gramm Schnittlauch, 90 Rappen. Das sind so, ich würde sagen, zwischen 80 und 85 Cent. Dann haben wir hier Bio-Ingwer. 1,40 Franken, sind da wahrscheinlich 1,30 Euro. Dann Knoblauch gekauft. Jetzt muss ich mir aber mal den Kassenbon hier zur. Knoblauch hat gekostet 70 Rappen, also 65 oder 60 Cent. Da ist es wieder angeschrieben, das sind die Champignons. Die haben 2,20 gekostet. Ich habe schon ehrlich gesagt gar nicht mehr so die deutschen Preise im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt teuer oder günstig ist. Ich würde sagen, 2,20 für 250 Gramm Champignons ist günstig. Dann haben wir da die Buntzwiebeln, 1,10 Franken, also 1 Euro wird das so sein. Das sind die Äpfel von Pink, also Pink Lady Äpfel, da sieht man es. Knapp ein halbes Kilo für 2,25 Franken, also 2 Euro. Ich glaube, das kommt ungefähr mit dem Preis in Deutschland hin. Der letzte Preis, den ich mal gesehen habe von diesen Pink Lady Äpfeln in Deutschland, war 3 Euro das Kilo. Also ist es hier ein bisschen teurer, was ja auch verständlich ist durch die höheren Schweizer Löhne und auch durch die höheren Mieten und was da sonst noch alles dazu kommt. Dann haben wir hier den Tee, das ist so Bio-Tee. Die weiß ich sogar auswendig, die Preise. Das ist einmal Kamille und einmal Pfefferminze. Da kostet jeweils eine Packung einen Stutz, also einen Schweizer Franken. Stutz ist so der umgangssprachliche Begriff für Schweizer Franken. Und das finde ich eigentlich auch mega günstig. Ich weiß jetzt gar nicht, was das so in Deutschland kosten würde, so ein Bio-Tee. Und die von dem Mikro sind auch echt fein, muss ich sagen. Die schmecken echt gut. Dann haben wir hier die Elmex Zahnpasta für unsere Tochter, da steht es drauf, ab dem ersten Zahn bis zum 6. Geburtstag. Die war ein bisschen teurer, muss ich mal eben schauen, 3,60 Franken, also so 3 Euro für wie viel Milliliter? 75 Milliliter. Ich weiß nicht, ich glaube in Deutschland ist die günstiger. Lustigerweise, oder das sieht man häufig in der Schweiz, wenn so markengleiche Produkte sind, damit man die irgendwie noch unterscheiden kann, dass das eine in der Schweiz gekauft wurde und das andere in Deutschland gekauft wurde, dann. Also bei der Elmex ist zum Beispiel so, da gibt's dieses Produkt gibt es nicht gleich in Deutschland zu kaufen. Das ist dann in einer anderen Version. Ich glaube auch, das Alter wird anders unterschieden. Ich glaube, da ist von 0 bis 2 und von 2 bis 6. Und hier in der Schweiz ist diese kleine Junior- oder Kinderzahnpasta ab dem ersten Zahn bis zum 6. Geburtstag. Und die nächsthöhere Zahnpasta, die es dann gibt, ist dann für Kinder ab 6 bis 12. Und in Deutschland wird das dann nochmal anders gehandelt irgendwie. Müsst ihr mal schauen, wenn euch das interessiert, könnt ihr da mal bei euch im Supermarkt nachschauen. Dann haben wir hier laktosefreien Joghurt. Das sind 2 Stück. Was haben die denn gekostet? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aus dem Kopf. Müssen wir mal drüber schauen. Da ist er, Joghurt Classic. Einer kostet 70 Rappen, beide zusammen 1,40 Franken, also irgendwie 1,25 Euro würde ich mal schätzen. So. Finde ich, ja, das ist glaube ich in Deutschland ein bisschen günstiger. Habe ich jetzt aber auch die Preise nicht so im Kopf. Dann kommen wir zum Käse. Das ist glaube ich, hier kommen wir so mal dem nahe, wo gesagt wird, ja in der Schweiz ist alles extrem teuer. Das ist jetzt der Luzerner Rahmkäse. Ist so ein, also in der Käserei wurden wir mal ein bisschen belächelt, weil wir den gekauft haben, weil da wurde dann gesagt, so, ja das ist so ein Kinderkäse, den kann man schön mal so essen, aber die Käserei Fachverkäuferin oder wie man es nennt, die hat das irgendwie hat sie uns ein bisschen belächelt, als wir den gekauft haben. Das sind dann pro Kilo 26 Franken, 24 Euro würde ich mal sagen, oder 23 Euro so. Dieses Stück mit 208 Gramm hat dann 5,40 Franken gekostet, also ungefähr 5 Euro. Ist schon, ich denke mal, da ist ein Unterschied deutlich zu erkennen zwischen deutschen und Schweizer Preisen. Dann hier der nächste Käse, das ist Salakis, der ist importiert, ist ja logisch, das ist ja einer aus Griechenland. Und nein, das stimmt gar nicht, hergestellt in Frankreich, was ist denn da los? Okay, aber 100% Schafsmilch und der kostet 4,20 Franken. In Deutschland irgendwie 2,25 Euro, glaube ich.
Irgendwie, das kommt auch auf das Geschäft drauf an, wo man kauft. Ich gehe immer, wenn ich in Deutschland einkaufen gehe, dann meistens zum Rewe oder zum Edeka. Und ich meine, der kostet da irgendwie 2,20 Euro, 2,25 irgendwie so. Also das ist schon ein deutlicher Preisunterschied. Jetzt hier Creme Fraiche, das habe ich mal in einem YouTube-Beitrag erwähnt, also so ein Post, den ich da gemacht habe. Da ging es dann um deutsche Preise und Schweizer Preise. Der ist natürlich auch laktosefrei. Das Creme Fraiche hier ist deswegen auch ein bisschen teurer. Der Creme Fraiche hier kostet 2,95 Franken, also irgendwie, weiß jetzt nicht, 2,60 Euro oder so. Und das sind wie viel Gramm? 200 Gramm. Letztens hat mir einer geschrieben, in Deutschland kriegt man die für 70 Cent. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was das Creme Fraiche bei euch kostet in Deutschland. Laktosefrei habe ich letztens mal in Deutschland gesehen für 1,10 Euro oder so. Also das ist auch schon, das ist dann ein heftiger. Gut, die Packungsgröße ist auch ein bisschen kleiner gewesen. Also genau kann ich es jetzt nicht mehr sagen. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Dann weiß ich das nämlich auch mal. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir zum Fleisch. Das sind einmal hier Cipollata. Das sind so kleine Kalbsbratwürstchen. Man sieht so ganz mini kleine Dinger. Also die sind jetzt, man sieht es gar nicht so gut, da ist jetzt eine Banderole, die sind nur so lang. Also bis hierhin ist die Länge. 6,60 Franken sind im Angebot, kosten normalerweise 8,80 Franken für 400 Gramm. Fleisch, da merkt man schon auch einen deutlichen Preisunterschied im Gegensatz zu Deutschland. Aber in Deutschland ist auch Fleisch extrem billig. Liebe Grüße gehen raus an den Attila. Er guckt aus Ungarn zu und mit ihm schreibe ich mal öfters. Er hat doch letztens mal mir was ge oder mich gefragt, wie teuer das Lachsfilet hier in der Schweiz ist. Da haben wir mal darüber ein bisschen ge geschwätzt. So, und habe ich mal geguckt, was in Deutschland das kostet und auch beim Fleisch und so. Und ich muss sagen, Fleisch, also beim Lachs war es jetzt nicht so, aber beim Fleisch, da ist Deutschland ja europaweit ziemlich, ziemlich günstig, wenn nicht sogar mit am günstigsten. Und wenn man dann sogar noch die Lohnkosten da in Relation setzt, dann ist es ja noch mal krasser. Hier ist der Bacon-Speck oder der Bauernspeck für 6,80 Franken. Das sind 132 Gramm. Ich denke mal, das wird die Deutschen dann schon. Da wird dann jeder Deutsche denken so, wow, das ist schon kostspielig. Dann haben wir hier noch ein bisschen Gemüse und Obst. Limetten, die kosten 60 Rappen das Stück, also irgendwie 55 Cent oder so. Finde ich auch nicht teuer. Die Avocados, die waren jetzt im Angebot, die haben 1,40 Franken gekostet. Zitrone hat gekostet 55 Rappen nur, mega günstig, finde ich. Ist aber auch kein Bio hier. Bio ist auch nochmal eine Spur teurer. Ich habe jetzt nicht da alles im Bio. Sonst kaufe ich ja eigentlich schon gerne Bio oder wir. Vor allem meine Frau guckt da sehr drauf. Aber irgendwie, es gibt auch nicht immer in jedem Laden von der Bioware. Genau, bei den Zitronen habe ich halt, da gab es die nur im Netz, diese Bio-Zitronen. Das waren gleich 3 oder 4 Stück und da habe ich dann, nee, das war zu viel dann. Habe ich dann nicht gekauft. Und hier die Sun Gold, die kaufe ich noch gerne. Diese gelben Kiwis, die sind mega, mega lecker. Die haben 2,20 Franken gekostet, also 2 Euro. Dann hier die Milch, laktosefreie Milch. Die hat gekostet, da muss ich auch noch mal eben schauen. 1,95 kostet die pro Packung, also pro Liter. Das sind dann irgendwie 1,80 Euro oder was. Finde ich jetzt auch nicht viel teurer. Ich weiß gar nicht, aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht mal, was in Deutschland ein Liter Milch kostet. Laktosefrei, ich glaube, also die laktosefreie, die ich immer in Deutschland kaufe, die kostet, meine ich, 1,70 oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir hier die Eier, Schweizer Bio-Eier, 6 Stück. Gucken wir auch mal hier, was haben die gekostet? 4,85 Franken. Die habe ich für meine Tochter gekauft. Das sind so, habe ich jetzt zum ersten Mal gekauft. Die dachte mir, ja, da willst du ja vielleicht noch Spaß dran haben. So Tierchen aus gesalzenem Gebäck. Das ist, glaube ich, wie so ein Brezelgebäck. Auch noch interessant. Café de Paris, ja, für die Gourmets unter euch. Die werden wahrscheinlich mit der Nase rümpfen, weil ich so eine Fertigsoße kaufe. Aber ehrlich gesagt, die traue ich mir nicht zu, selber zu machen. Und da kaufe ich die schon mal gerne, wenn die so, oder so als Fertigprodukt. Dann hier. Falls ihr liebe Finanzfabio zuschaut, das ist Tartare Rahm und Fleur de Sel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Französisch war jetzt nicht meine Stärke in der Schule. Und das ist so ein Käse mit Salz halt. Rahm. Also es ist ein Frischkäse mit Rahm, sprich Sahne und dann noch mit Meersalz. Und dieses Fleur de Sel ist wohl ganz kostbares Salz, was da irgendwie nur geerntet werden kann bei windstillen Tagen irgendwo an der Atlantikküste von Portugal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, also ist natürlich auch. Ist natürlich auch ein cooles Marketing-Element, wenn man das da so anschreiben kann. Ich esse nicht, aber der ist für meine Frau, die hat den mega gern. Und dann haben wir noch zweimal Kartoffeln, einmal so mehlig kochen. Und hier haben wir die Raclette-Kartoffeln. In der Schweiz gibt es ja nicht so ein typisches Weihnachtsgericht wie jetzt bei uns in Deutschland. Also in meiner Familie gab es dann entweder Kartoffelsalat und Bockwürstchen an Heiligabend, weil es schnell geht und weil man es gut vorbereiten kann. Und dann braucht die Mutter oder die Hausfrau oder der Hausmann braucht da nicht ewig in der Küche stehen. Oder es gab dann halt so wirklich was Festliches oder was Großes mit großem Aufwand herzustellen ist. Eine gebratene Ente oder eine gebratene Gans. Das ist hier in der Schweiz nicht ganz so.
Aber was es häufig gibt, das ist halt Raclette. Oder was ich auch noch gekauft habe, ist Filet im Teig. Das ist zumindest in der Familie von meiner Frau häufig so an Weihnachten, dass es das gibt. Und das habe ich auch noch hier auf dem Kassenbon. Und dann zeige ich, oder suche ich mal eben den Preis raus. Was haben wir denn da? Also ich hoffe, man kann es sehen. Da ist einmal Schwein ganz oben unter Chipolata ist das Schweinsfilet im Teig. Pro Kilo 36,50. Das hat dann, nein, pro Packung 36,50. Das ist so eine 800 Gramm Packung. Das war eine Aktion. Deswegen war 14,60 Franken. Ging dann runter, hat gekostet 21,90 Franken, also sprich 20 Euro. Darunter ist die Bullibrust im Teig, die finde ich noch mega fein. Hat das 300 Gramm Stück 10,35 Franken gekostet. Dann habe ich noch Wiener Schnitzel gekauft, panierte. Das ist aus Kalbsfleisch natürlich gemacht, so wie es sich gehört für ein Wiener Schnitzel. Kostete 15,75 Franken. Und dann habe ich noch Rindsfilet gekauft, so ein irisches feines Stück Fleisch. Leider nur so ein bisschen wenig, sehe ich gerade, 0,234 Kilo kostet das, also eben pro, nein, nein, also jetzt nochmal von vorne, 0,234 Kilogramm ist die Portion, die ich gekauft habe und gekostet hätte ein ganzes Kilo 113,50 Franken, also knapp über 100 Euro, hat das Stück also gekostet, demnach 26,55 Franken. Dann habe ich noch zweimal Rindshackfleisch gekauft, kann man da ja auch noch gut erkennen, das sind 6,50 Franken einmal und 6,55 Franken, also das waren verschiedene Größen. Man kann also gut sehen, Fleisch und Milchprodukte, die sind schon teurer hier in der Schweiz oder deutlich teurer. Meiner Meinung nach aber auch von bedeutend besserer Qualität. Jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren, wenn ihr schon mal hier in der Schweiz wart oder vielleicht sogar hier lebt und beides kennt oder wenn ihr auch aus anderen Ländern kommt, wie vielleicht der liebe Attila und auch so einen Vergleich machen kann zwischen verschiedenen Ländern. Wie seht ihr das? Seht ihr das, dass der Preis gerechtfertigt ist durch die höhere Qualität oder findet ihr, dass da doch ein bisschen Schmuh getrieben wird. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schaut auch mal gerne auf meinem Blog vorbei, auswanderlux.ch. Und bei Instagram findet ihr mich auch unter dem Namen Auswanderlux. Würde mich freuen, euch da mal anzutreffen. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.